So, der Bremsweg, nachdem ich die Bremsscheibe abgemacht habe und nur noch die zwei Bremsbeläge da sind, der hat sich jetzt geändert. Hier ist auch eine starke Feder. Jetzt wäre ich so gewesen, beim Auto mache ich das, wenn ich die Bremsbeläge gewechselt habe, mache ich auch Gymnastik mit dem einmal rein, raus, so zweimal bis Anschlag, damit die Bewegung wieder gegeben ist. Und in diesem Fall hatte ich jetzt eigentlich vor, erstmal zu testen hier paar Mal rein und raus, dreimal, aber mit den zwei Belägen dann noch dran und dann einen Belag entfernen und dann den zweiten Belag entfernen und dann wäre wahrscheinlich der Bremskolben sowieso rausgegangen. Aber da das jetzt so schwer hier geht, zurück, ja, dass das so schwer zurückgeht. Und jetzt der Schaden durch die Gymnastik hierfür wahrscheinlich schwieriger wird, nehme ich das jetzt alles raus und hole den Kolben raus. Den drücke ich raus. Immer eine Schutzbrille und eine Flasche Wasser fürs Auge zur Not. Das wäre jetzt nur die Maßnahme gewesen, vielleicht für jemand, der nicht so weit gehen möchte und den Bremskolben rausholen möchte. Wäre das eine Möglichkeit gewesen, das erstmal so zu probieren, um das gängig zu machen? Denn letztlich ist das jetzt ja nicht klug, sich hier ohne Ersatzteile, die man schon liegen hat, wenn man das Ding jetzt braucht, dabei zu gehen und die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass das gleich nicht mehr fährt und ich Fahrrad fahre. Aber sei es drum.